Hahaha, hol eher einen Minipill. Dicker, was hast du wieder für ein Zeug verkauft? Dein Schild funktioniert nicht, ich zahl dir gar nichts. Ich zeig ihm, was die Bank mit Schulden macht. Jetzt bist du im Arsch wie Stringtanga. Moin Freunde, mein Name ist Rinny zu dem Puh, euer Lieblings-Bärendrogendealer auf YouTube. Der den Honig für die Chayas tickt, Freunde. Schön, schön, dass du hier bist. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Und willkommen zu einem neuen Part von Rinny Poo, Tigers, Honey Hunt. Und wir sind im dritten Part, Freunde. Insgesamt wird dieses Projekt, by the way, nur zur Info 5 Parts gehen, egal wie gut wir in der Story vorankommen. Ich sag's mal so, solange ist die Story, die ihr immer wieder im Intro seht und natürlich auch hier im Spiel. Aber an dieser Stelle nochmal, wie gesagt, ein großes Dankeschön. Dieses Spiel kam 2000 heraus und ich find's cool, dass einige Leute dieses Projekt verfolgen. Von daher würde ich sagen, nicht mehr lange rumschnacken und wir gehen auch direkt ins Level hinein. Let's go! Bruder, es geht direkt los mit der Biene, mit dem riesigen... Oh no! Hilfe! Hurry, come on, the bees! Nein! Really? Christopher! Really? Oh mein Gott, Alter, der Junge ist ein Genie! Bruder! Okay, das wird mir mal nicht so gefallen mit den dreckigen Klamotten. You never can tell with bees. Egal, eine Biene ist nicht schlimm. Viele Bienen sind das Problem. Okay, warum spielen wir jetzt eigentlich wieder Tigger? Wir haben noch gerade eine Zwischensequenz mit Rinny und dem Jungen gesehen. Naja, manche Dinge muss man, glaube ich, nicht verstehen in diesem Game. Auf jeden Fall, Freunde, was ich euch sagen wollte, es ist ein interessanter Kommentar reingekommen, aber ich glaube... Okay, Bienen, bleibt schnell stehen, ne? Bleibt einfach da oben. Okay, wir müssen, glaube ich, diesmal 75 Honigtöpfe sammeln. Easy, easy, Freunde, easy, easy. Gar kein Problem. Was ich auf jeden Fall erzählen wollte, ich habe mich im ersten Part ja gefragt, warum es dem Esel nicht wehtut. Oh mein Gott, das ist ein Scrolling-Level. Bruder, das ist einfach ein Scrolling-Level. Ciao, Bean. Mamma mia. Ey, das Spiel ist viel zu spektakulär, um über irgendwelche Kommentare zu reden, glaube ich. Tigger, please. Oh no, I'm going to be late. Scheiße, der Bus ist da, ich muss laufen. Was ich auf jeden Fall erzählen wollte, wir haben im ersten Part Esel Nagel in den Hinter gerammt und ich habe mich ja erstmal so schockiert gefragt, holy... Dieses Game hat krassere Geheimnisse als Area 51. No joke. Real talk an dieser Stelle. Und ich habe mich gefragt, warum es Esel nicht wehtut. Und das liegt daran, es gibt eine Theorie, ich weiß nicht, ob das bestätigt ist, aber der Junge träumt das alles auf jeden Fall. Das alles, was wir hier sehen, ist einfach nur ein Traum. Gott sei Dank, das hätte mir auch ganz schön Angst gemacht, wenn ich ehrlich bin. Digga, kannst du bitte wieder hochkommen? Ey, das wird immer schwierig. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay. Balancier, Digga. Mach Mama stolz. Oder eher gesagt, mich. Vielleicht bin ich deine Mama. Das wäre schon sehr... Also ich muss zugeben, das war gerade irgendwie verdammt schwer und wir haben jetzt noch neue Gegner in diesem Game. Einfach irgendwelche Ferkel! Dear, I washed my broom and the leaves won't leave me alone. Ich lasse sie nicht alleine. Would you help me find it, please? Ja, wir finden, was auch immer du suchen mal mögest. Müssen wir dem Pfeil folgen? Naja, ist mir egal. Der Rabe spielt da Türsteher und deswegen gehe ich da nicht lang. Ferkel, es gibt Dinge im Leben, mit denen muss man leben und bitte nicht sterben. Können wir da runter? Ja, nein! Digga, rette dich! Dankeschön! Okay, wir haben nur noch ein Leben, aber alles easy. Es gibt ja zwischendrin... Wow, es gibt zwischendrin immer wieder diese Save Points. Das sind quasi diese Go-Schilder. Sobald die sich einmal drehen, wissen wir, yo, jetzt ist gespeichert. Rabe, du musst einmal verschwinden, bitte. Komm einmal zu mir. Kannst du mich attackieren? Wow!
Klingt wie so ein abstürzendes Flugzeug. No joke. Diese Dinger meine ich auf jeden Fall mit den Save Points. Zu real, was hier passiert. Oh man. Ich muss sagen, irgendwie bin ich immer hyped. Oh, no, please no. Ich bin hyped, die Spiele zu spielen. Okay, Tigger, running in the 90s. Ohne Probleme. Du bist schnell. Oh, Hilfe. Okay, so, jetzt haben wir den Sturzflug überlebt. Aber dennoch brauchen wir immer noch ein paar Honigtöpfe, damit die Eule am Ende zufrieden ist. Weil ansonsten kommen die Chayas nicht mit zur Party. Wir sind immer noch nicht sicher, warum denn immer. Oh mein Gott. Das Spiel spielt mit meinen Nerven. No joke. Okay, das Level ist noch nicht vorbei. 9 Stück fehlen uns noch. Wenn die Party am Ende lame wird, dann schuldet mir die Eule. Die Eule schuldet mir irgendwas Dickes. Geil. Okay, wir haben schon mal genug Chaya-Honigtöpfe und können damit ins Ziel. So, Eule. Habe ich dich zufriedengestellt? Let's see how many honeypots you've collected thus far on this level. I say, Tigger, good show. Null Problemo. Naja, wie man im Volksmund sagen würde, war das ein Level, was sehr leicht gewesen ist. Not from bad parents. Nee, Moment, das ist ja ein schwieriges. Ich weiß nicht warum, aber ich finde diese Zwischensequenzen so spooky. When I'm away just doing nothing, will you come up here sometimes? You mean alone? Oh, I won't, Christopher. I promise. A Christopher heißt der Typ, okay? Woo, Winnie! Hello, I'm Tigger. Hey, ihr kennt euch doch. That's T-I-double-G-R, and that's me. I know. What you doing there, Pooh Bear? Can I play, can I, huh? Of course you can. Okay, was passiert jetzt? Müssen wir mit Rinnie spielen? Oh! Lol, was ist das für ein Minispiel? Ich bin ready, aber was muss ich tun? Müssen wir angeln? Ich war noch nie angeln, Freunde. Go! Was müssen wir denn tun? Hallo! Hä? Aber hey, so klingt's auch nachts, wenn ich pinkeln bin. Ja, und jetzt? Was ist passiert? Wer hat gewonnen? Rinnie hat gewonnen, warum das denn? Kacke. Ah, schaut mal, man muss den Stock im richtigen Moment runterwerfen und Rinnie hat schon wieder gewonnen. Wir müssen den Stock in die schnellen Wasserpfützen im Wasser reinwerfen und dann gewinnen wir. Aber hey, das war verdammt knapp, das muss man sagen. So, diesmal gewinnen wir, weil wir den Bonus, den Turbo besser mitnehmen können. Schaut mal, sheesh. Vor allem, warum werfen wir die Stöcke so weit raus? Also es gibt ja nicht mal eine Markierung, wie weit wir das Ding werfen dürfen. Das macht irgendwie keinen Sinn. Also diese Pfützen machen den Stock doch nicht langsamer, sogar teilweise schneller, habe ich das Gefühl, oder? Oh man, naja, egal. Und damit holen wir uns endgültig den Sieg in der Challenge gegen Rinnie. Aber das macht gar keinen Sinn, weil ich Rinnie bin und wir spielen Tigger. Ich habe eine Persönlichkeitsstörung. Ich geb's zu, Freunde. Oh, that you can bounce higher by using your tail. I just hold the button down and release it when you want to bounce. Wir können mit unserem Schwanz höher springen. Hä? Nee. Digga, das kannst du mir nicht erzählen. Kommen jetzt am Ende auch noch unlustige Sketche? Wo soll das noch hinführen, wenn ich mich hier immer mit solchen komischen Outfits hinsetze und mit mir selber rede? Kannst du das hören? Was denn? Was tue ich eigentlich mit meinem Leben? Aber wisst ihr, Freunde, der wahre Grund, warum der Part 2 Minuten früher endet, ist einfach, dass David das letzte Mal die Aufnahme abgebrochen hat. Und jetzt ist das Winnie-Pooh-Kostüm in der Wäsche. Richtig, du Klugscheißer. Aber dennoch würde ich am Ende einen Daumen nach oben da lassen. Und falls du nichts mehr von Winnie-Pooh verpassen möchtest, abonnier und aktivier die Glocke wie der Glöckner von Notre Dame. Und den Kommentar natürlich nicht vergessen. Und wir sehen dich in der nächsten Folge. Bye, bye. Das Geräusch noch.